still early. Komisch. Where to now? Ah, okay. Dann reden wir mal mit Asta. What's next on the agenda? Ja. Du findest, dass sich alle drei ungewöhnlich anhören, aber theoretisch gesehen ist nur eine Person infiziert. Das Prinzip ist einfach. Die Anzahl der Informationspartikel des Meme-Virus, die auf der Ulkmuschel hinterlassen wurde, ist nicht hoch genug. Sie erreicht kaum den Grenzwert für die Übertragung durch einen Erwachsenen nach einer Infizierung. Es ist unmöglich, dass mehrere Leute infiziert wurden. Also was jetzt? Ich habe einen Plan B. Das Meme-Virus wird durch virtuelle Daten übertragen und alle virtuellen Daten in der Raumstation hinterlassen Spuren im Terminal. Da wir unseren bisherigen Ermittlungen nicht viel herausfinden konnten, lass uns die Browserverläufe der drei Verdächtigen prüfen. Auf diese Weise sollten wir die Infektionsquelle erkennen können. Für derartige Situationen habe ich einen Notfallplan. Bitte besuche das Datenaustauschzentrum, wo sich das Terminal befindet. Okay, aber ich habe noch nie ein Terminal verwendet. Keine Sorge, das ist ganz leicht. Vertrete den Terminalraum, verifiziere deine Identität und du kannst deine Anfrage starten. Das Terminal zeichnet jeden Nutzer der Datenausrüstung auf. Erzeugt also einen Nutzungsverlauf für alle in der Raumstation. Daher ist es unpassend, wenn dies von mir oder einem anderen Mitarbeiter geprüft wird. Ah ja. Ich verstehe es immer noch nicht. Keine Sorge, ich erkläre es dir, wenn ich Zeit habe. Denk mal nach, obwohl die Leute in der Raumstation unterschiedliche Hintergründe und Identitäten haben, hat jeder eine Vereinbarung über den persönlichen Datenschutz getroffen. Die Spuren von der Verwendung virtueller Daten lassen sich auf dem Terminal feststellen. Von hier aus können Leute beispielsweise alle ungewöhnlichen virtuellen Plattformen erkennen, die du während deiner Arbeitszeit besucht hast. Um die Privatsphäre anderer zu respektieren, sollte niemand, also weder ich noch die anderen Mitarbeiter, auf das Terminal zugreifen. Wenn du an ihrer Stelle wärst, wärst du damit einverstanden, dass ich durch deinen Browserverlauf auf dem virtuellen Netzwerk gehe? Würde ich lieber sterben. Jetzt verstehst du nicht, wahr? Aus diesem Grund macht dich deine besondere Identität perfekt für diese Aufgabe. Warum? Das verstehe ich nicht. Lass mich deinen heldenhaften Taten und deiner besonderen mit deinen heldenhaften Taten und deiner besonderen Identität beginnen. Objektiv gesehen bist du ein Fremdling in der Raumstation. Du kennst die meisten Leute hier nicht. Daher ist es unwahrscheinlich, dass du hier etwas Persönliches gegen jemanden hast. Mhm. Nicht jeder Fremdling hat das Recht, auf die Datenaufzeichnung zuzugreifen, aber du bist anders. Du bist der Held, der die Raumstation gerettet hat. Die Leute vertrauen darauf, dass du einen guten Charakter hast. Mhm. Wenn du bereit bist zu helfen, hoffe ich natürlich, dass du alles, was du siehst, vertraulich behandelst. Ja, warum nicht? Kein Problem, meine Lippen sind versiegelt. Halt es auf alle Fälle geheim. Während du dich in der Raumstation befindest. Wo du hingehst und was du in der Zukunft machst, geht mich nichts an. Bevor du gehst, lass mich dir noch zeigen, wie du das Terminal verwendest. Weil bereits in die Raumstation eingedrungen wurde, ist das Datenzentrum schwer beschädigt. Und der Terminalraum bildet da keine Ausnahme. Obwohl wir hart daran gearbeitet haben, es zu reparieren, haben wir es noch nicht vollständig erholt. Nachdem ich die Infektion mit dem Meme-Virus bemerkt hatte, muss ich jeden Tag einen Wartungstechniker schicken, um es zu bewachen. Der Techniker schaltet das optische Identitätsprüfungsprogramm jeden Tag manuell ein, um zu überprüfen, ob die Bioelektrizität der Besucher, die in den Raum betreten, normal ist, und sicherzustellen, dass niemand in den Terminalraum eindringen kann. Da das optische Identitätsprüfungsprogramm nach dem Einschalten jeden Tag dynamisch aktualisiert wird, musst du bei jedem Betreten deine Identität erneut verifizieren. Wenn du mehr Einzelheiten brauchst, wende dich bitte an den Wartungstechniker. Ich habe dem Techniker gesagt, dass du die Genehmigung hast, den Raum zu betreten. Also kümmere dich bitte für mich darum. Okay. Dann wollen wir mal zum Wartungsraum. Geht's denn hier lang? Ach, da, oder? Nee. Hier? This song's just for you. Keep up with my tempo. I told ya I could fight. Watch this. Ugh.
target specimen sighted. Preparing for collection. Pretty good crowd today. Turn up the volume. My turn. Let's make it quick. Take this! Relax, deep breaths. Thanks a lot. Oh, yeah. This song's Let's Rock! Watch this! Okay. Reach the end of the story in your own way. Mhm. Ach, wir sind wieder hier. Huch. Ist das wieder das Schweinchen? Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Rules are made to be broken. Time for the main event. Keep up with my tempo. You have the worst luck running in. Batter up. Commencing. Pretty good crowd. Nice. Was auch immer wir bekommen haben, aber ja. Hat sich bestimmt gelohnt. Sparschwein. Hier haben wir wieder sowas. No match for me. Ach. Gut, dann untersuchen wir mal. Eine große Zeile erscheint auf dem Bildschirm des Terminals. Fehlercode 505, Service nicht verfügbar. Es gibt keine andere Reaktion. Jemand rennt keuchend wieder in den Raum. Anscheinend ist das der Wartungstechniker, den Asta erwähnt hat. Das Terminal reagiert nicht. Lass mich ihn fragen. Tut mir leid, Schnoff, es tut mir leid. Bist du Jean? Asta hat mir bereits Bescheid gesagt, dass du das Terminal verwenden wirst. Es tut mir schrecklich leid, das Computersystem ist im nächsten Raum. Im nächsten Raum hat plötzlich eine automatische Aktualisierung eingeleitet. Den Forschern blieb keine Zeit, um ihre Ergebnisse zu speichern. Ich musste ihnen helfen gehen. Fehlercode 505. Ah, ich habe die Daten nicht an das Terminal angeschlossen, als ich weg war. Lass mich das anschalten. Das wird nur eine Sekunde dauern. Jetzt ist alles bereit. Bitte verifiziere deine Identität erneut, um die Ergebnisse werden erscheinen, wenn du deine Anfrage eingibst. Ah, ja. Na super. Naja, wenn ich meinen wieder Dings bekomme. Loot. Interne Daten, streng vertraulich. Suchnummer. Vom Administrator autorisiert. Daten, Gerätenummer 4927. Eigentümer des Geräts, Esther.
Zugriff auf die Kamera, Zugriff auf Album, besuchte die Website, Leitfaden für die galaktische Suche, welches sind die besten Fotobearbeitungsprogramme. Zugriff auf Album erhalten, besuchte die Website Abendrot, Partnersuche, trifft einen Seelenverwandten wann und wo auch immer. Benutze die Software Zwillingsseelen, eine private Partnervermittlung für Raumfahrer, einladend und vielfältig. Dann Mare, 18128, Eigentümer des Geräts Mare. Besuchte die Website Leitfaden für die galaktische Suche, Schlafhilfe-Video, besuchte VideoP, der aktuellste und schnellste Videodienst. Besuchte die VideoP, das beste Schlafmittel des Jahres, die angenehmste Kopfmassage. Besuchte VideoP, Kopfmassage als Einschlafhilfe, Premium ASMR. Besuchte VideoP, eine kleine orangefarbene Katze bittet dir in der Regenzeit einen besonderen Weckdienst. Besuchte VideoP, immersive Katzenschlafhilfe, eine große schwarze Katze, die wie ein Gewittersturm schnarcht. Besuchte Liebclip, Kätzcheninvasion, geh aus dem Weg. Besuchte die Website Leitfaden für die galaktische Suche, schwarze Katze. Erhielt Schreibrechte für das Dokument Äonenmythologie, die Geschichte von Hexen und Katzen. Eine kurze Erläuterung des Konflikts zwischen der Fraktion der schwarzen Katze und der Fraktion der Schildpattkatze. Besuchte Liebclip, der umfassende Aussprachleitfaden, der im Internet verfügbar ist. 10 verschiedene Arten von Lautmalereien, um Katzen deine Zuneigung zu zeigen. Besuchte VideoP, Zusammenschnitt von Kleinkätzchen, Miau, Miau, Miau. Erhielt Zugang zum Video-Download, VideoP, Herbeirufen eines Katzenhaustieres, episches Lautmalerei-Video, 100% effektiv. Erhielt Schreibrechte für das Katzenliebhaber-Forum auf der Webseite. Katzen sind die höchst entwickelsten Lebewesen im Universum. Datengerät Nummer 2, Eigentümer ist Asta. Besuchte die Website Cosmos Premium, Einkaufsplattform für eingeladene Mitglieder. Besuchte die Website Cosmos Premium, Preis für Sternzerstörer. Besuchte die Webseite Cosmos Premium, teuerster Preis für Sternzerstörer. Besuchte die Webseite Cosmos Premium, Kontakt zum Kundendienst. Stellt sich heraus, dass Mare unter Schlaflosigkeit litt. Ja, jetzt kann sie einschlafen, nachdem sie sich Videos von schnarchenden Katzen angesehen hat. Sie hat also letztes Mal nur die Geräusche von Katzen nachgeahmt. Stellt sich heraus, dass sie nur eine virtuelle Katzenbesitzerin ist. Sie ist unschuldig. Ich glaube nicht, dass sie infiziert ist. Lass mich die Aufzeichnungen der anderen Leute prüfen. Eine große Zeile erscheint auf dem Bildschirm des Terminals. Rechenleistung nicht ausreichend. Bitte nach einer Weile noch einmal versuchen. Nach mehreren Versuchen erscheint immer noch die gleiche Nachricht. Vielleicht stimmt das Konzept des Terminals zu dem, was eine Weile später bedeutet, nicht mit dem Konzept des Menschen überein. Oh, ich muss das hier nochmal machen, ne? Lass es los. Ich habe die Nachricht erhalten, Rechenleistung nicht ausreichend. Bitte später noch einmal versuchen. Oh, das ist normal, das Terminal ist nicht kaputt. Du hast mir Angst eingejagt. Die Meldung bedeutet, dass es erst morgen wieder in Betrieb sein wird. Ah ja, warum? Weil es einmal eine Invasion in der Raumstation gab. Wir hatten mehr als ein Terminal und ihre Verbindung war viel stärker als beim jetzigen. Dabei wurden einige Einheiten beschädigt. Die Rechenleistung des Terminals wurde stark geschwächt, ganz abgesehen davon, dass es jetzt auf einmal auf einem einzigen Kern läuft. Die Forschungsleiterin hat gesagt, dass sie neue Ausrüstung kaufen würde, aber diese ist noch nicht eingetroffen. Mit unserer aktuellen Rechenleistung kannst du nur eine Anfrage pro Tag stellen. Und das aktuelle Identitätsprüfungsprogramm muss jeden Tag manuell von mir aktiviert werden. Also komm bitte morgen wieder. Vergiss nicht, mich zu bitten, die Verifikation zu aktivieren. Naja. Ah ja. Okay. In diesem Bereich werden die Materialien angezeigt, die zum Synthetisieren von Verbrauchsgegenständen benötigt werden, ja. Wähle Synthetisieren, Synthetisieren. Bestätigen. Okay. Ah, ja. Huch. Gut, aber ich würde sagen, ich bin auch noch nicht ganz wieder topfit. Weil der Timer gerade gebimmelt hat, werde ich jetzt erstmal pausieren. Ich brauche ja auch nicht so viel. Ne? Was denn? Ah ja. Ah ja. Ah, das machen wir später. Oder beziehungsweise beim nächsten Mal. Gut, pausiere ich jetzt erstmal, ne?
So, dann wollen wir mal weitermachen. Ein neuer Tag, eine neue Aufnahme. Oh, Gruppenchat. Hertha, Alan und wir selber. Oh. Stimmt, der hat ja irgendwie gesagt, dass das irgendwie, ne, mit Hertha nicht so cool ist. Ich sehe an den Koordinaten, dass Jean noch auf der Raumstation ist. Vielleicht funktioniert es im Gruppenchat einfacher. Auf der Raumstation befinden sich ein paar meiner alten Manuskripte und ihr wisst das, ja, dass ich an einem Buch für die FK schreibe. Also dachte ich, vielleicht könnte ich einfach ein paar Seiten aus meinem alten Manuskript kopieren und in den Anhang einfügen. Eines davon heißt Dekomprimierungsgleichung 36 oder so ähnlich. Genau weiß ich es nicht mehr. Darum geht es jedenfalls. Wenn ihr mit der Antimaterie-Legion fertig seid, dann sucht es mir bitte heraus und schickt es ans Büro. Ah, ja. Verstanden? Wir haben es gefunden. Haben wir? Dann schickt es bitte rüber. Zufällig habe ich außerdem ein Experiment, bei dem ich eure von euch beiden Hilfe von euch beiden gebrauchen könnte. Ah, ja. Gib mir eine Zahl. Eins. Eins, eins, eins. Automatische Antwort zwei. Zwei, zwei, zwei. Ich kann eine meiner Marionetten nicht finden. Ich orte das Signal. Oh, ich habe sie verloren. Kein Wunder, dass ich sie nicht finden kann. Wo hast du sie verloren? Ist denn eine Marionette von der Raumstation gefallen? Wo hast du sie verloren? Wir können andere um Hilfe bitten. Ich habe die Verbindung zu ihr verloren, verstehst du nicht? Jetzt ist sie verbunden. Ah ja. Gib mir die Nummer der aktuellen Kuriositäten. Ah ja. Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht antworten sollst. Okay. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Warte mal, haben wir eigentlich schon wieder hier. Warte, ich sollte erstmal bei Warp gucken, wie viel wir haben, ne? 2 und 8. Das war hier unten irgendwo, ne? Na komm. Na los. Zachär? Ne, das war das nicht, ne? War das das? Anscheinend. Oh ja. Mehr kriegen wir sowieso nicht hin. Aber das ist nicht schlimm. Welche nehmen wir denn mal? Also die soll ganz cool sein, Firefly. Die hab ich, glaube ich. Die denn gesehen? YouTube, Instagram? Oder irgendwie sowas? Die ist ganz süß. Ah, probieren wir es mal. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht ist er auch gar nicht dabei. Obwohl, ich hätte sie schon gern. Die süße Firefly. Haben wir, glaube ich, nämlich noch nicht, ne? Na, wenn überhaupt mal jemand dabei ist. Oh, Misha. Gut, nicht diejenige, wo ich gedacht habe, dass, aber. Okay. Naja. Was ist denn da? Oder er, oder sie, oder es. Was kannst du da nehmen? Ach, die sind gesperrt. Ja, pff. Ach, warum nicht? Ja, passt schon. Irgendwie. Stimmt, wir sollten ja hier noch irgendwie Dingsen.
Da bist du ja. Schalte bitte das Terminal für mich an. Ja, bitteschön. Das optische Identitätsprüfungsprogramm wurde eingerichtet. Das Terminal verfügt über ausreichend Rechenleistung. Nur zu. Okay. Ja, müssen wir das Ding hier wieder machen, ne? Okay. Das hätten wir auch wieder erledigt. No match for me. Na, wirklich? Looks good. Dabei habe ich das gemacht. So, dann gucken wir mal. Datensatz Chris. Bla bla bla. 27149. Eigentümer des Geräts, Sven Schicki. Besuchte die Webseite, die offizielle Website von Star Weekly, das meistverkaufte Unterhaltungsmagazin der IFK. Besuchte die Website, die offizielle Seite von Star Weekly, das Panorama-Video-Interview wurde aktualisiert. Lippensynchronsprecherin Diva Mina bedauert, es ist die Liebe meines Lebens. Besuchte die Website, die offizielle Website von Star Weekly, ein galaxisweiter Skandal. Die 10-jährige Affäre des Wirtschaftsmagnaten flog auf. Besuchte die Website Schnelle Lösung. Wir können dir nicht nur bei deinen Hausaufgaben helfen, sondern bei jeglicher Form von Ghostwriting. Besuchte die Website Schnelle Lösung. Ghostwriting einer Forschungsarbeit. Schick dir eine Nachricht. Ich bin Student. Kann ich einen Rabatt bekommen? Schick dir eine Nachricht. Hallo, ist da jemand? Schick dir eine Nachricht. Ich bin ein Student. Kann ich einen Rabatt von 50% erhalten? Besuchte die Website Schnelle Lösung Aufladenseite. Erhielt ihres Zugang für schnelle Lösungen. Der Auftrag wurde erteilt. Besuchte die Webseite Leitfaden für die galaktische Suche. Ist schnelle Lösung ein Schwindel? Besuchte die Website Leitfaden für die galaktische Suche. Wie kann ich von schnelle Lösung eine Rückerstattung beantragen? 25570. Eigentümer des Geräts Chris. Besuchte die Website die Elfenbeinschulen. Die sachkundigste und einflussreichste Gemeinschaft von Hochschulabsolventen in der Galaxie. Besuchte die Website die Elfenbeinschulen. Lebenshilfe. Wie man sich schnell auf einen neuen Planeten einrichtet, mit einer Einkaufsliste von preiswerten und nützlichen Produkten. Besuchte Fliegender Hund, IFK E-Commerce-Plattform. Erhielt Schreibrechte für die Elfenbeinschulen, Antwort. Lebenshilfe. Wie man sich schnell auf einen neuen Planeten einrichtet, mit einer Einkaufsliste von preiswerten und nützlichen Produkten. Schickte eine Nachricht. Ich habe bei Fliegender Hund nachgesehen und es kostet 20.000 Credits. In welcher Welt ist das billig? Schickt eine Nachricht, was soll das heißen? Ich kann es mir nicht leisten. Was glaubt ihr, viele Studenten dieses Bettlaken im Wert von 20.000 Credits in einem Monat bezahlen können? Schickt eine Nachricht, es ist lächerlich, dass ein Student so viel Geld für Bettlaken ausgibt. Es ist normal, dass man als Student mit seinem Geld protzt. Besuchte die Website, die Elfenbeinschulen, Beziehungsforum. Ich komme aus einer niedrigen sozialen Schicht als meine Verlobte und fühle mich völlig unzulänglich. Was soll ich tun? Es gibt keinen Grund, sich unzulänglich zu fühlen. Du besuchst eine wirklich gute Uni. Wenn du auf der Uni hart arbeitest, wirst du im Leben erfolgreich sein. Oh, wir gehen beide auf dieselbe Schule und studieren Jura. Haha. Besuch die Website, die Elfenbeinschulen, Beziehungsform. Ist Liebe ohne Geld in einer intergalaktischen Ehe möglich? Schenke dem Online-Artikeln, die für Materialismus werben, keinen Glauben. Das Raumschiff deiner Freundin wird irgendwann dir gehören. Du hast einen Abschluss an einer renommierten Universität gemacht und dein Abschluss ist mehr wert als ein paar Millionen Credits. Schick dir eine Nachricht als Antwort auf Daisy's Rose. Wissen ist Macht, du diskriminierst andere, wenn du sie nach ihrem Reichtum beurteilst. Schick dir eine Nachricht als Antwort an Messerstechender Irrer. Oh, ich glaube nicht, dass das Raumschiff so wichtig ist. Reicht ein monatlicher Lebensunterhalt von 4000 Credits für zwei Personen nicht aus? Als Student habe ich nur 500 Credits im Monat ausgegeben, mich mit gefrorenem Trockengemüse begnügt. Du solltest zufrieden sein, nachdem du so viele Jahre in deine Ausbildung investiert hast. Es ist äußerst oberflächlich, ständig den Materialismus zu fördern. Bitte lass deinen Zynismus nicht den OP verderben. Schick dir eine Nachricht. Nur weil du nicht mit deinem knappen Budget leben kannst, heißt das nicht, dass andere das nicht können. Studieren kann eine freudige Erfahrung sein und ich kann von Wasser und gepressten Keksen leben. Besuchte die Website, die Elfenbeinschulen, Lebenshilfe. Hey, der Typ im Beziehungsforum, der für eine Ehe ohne Geld plädiert. Ich habe dir etwas zu sagen. Besuchte die Website, die Elfenbeinschulen, Lebenshilfe. Ich habe etwas über den Spinner herausgefunden, von dem du erzählt hast. Und selbst die Leute auf seinem Heimatplaneten halten ihn für einen Spinner.
Besuchte die Website Leitfaden für galaktische Suche. Wie kann ich mein Konto bei den Elfenbeinschulen löschen? Ah ja. Auf dem virtuellen Netzwerk sind die Leute viel gemeiner. Er wurde online brutal schikaniert. Wurde er von Meme-Virus infiziert, als er am verletzlichsten war? Aber seine Sprache und der Stil seiner Beiträge unterscheiden sich erheblich von den klischeeartigen Zitaten, die Asta erwähnt hat. Ich fürchte, er ist nicht infiziert. Ist es also Joanne? Aber ich darf hier keine voreiligen Schlussfolgerungen ziehen. Ich sollte zuerst Joannes Aufzeichnung prüfen. Ah ja, ja, ja. Schon wieder nicht möglich. Was, schon wieder kaputt? Es fordert mich ständig zum Aktualisieren auf. Scheint etwas mit der Kompatibilität nicht zu stimmen. Oh nein, ich habe heute mehrere alte Einheiten gefunden, die noch intakt schienen. Ich habe versucht, sie zu montieren, um die Rechenleistung des Terminals zu verbessern. Anscheinend muss ich abwarten, bis die neuen Ersatzteile eintreffen, um dieses Problem zu lösen. Das war mir irgendwie klar. Sorry, gib mir ein bisschen Zeit. Lass mich diese Einheiten entfernen und ich versichere dir, dass die vorhandene Rechenleistung nicht beeinträchtigt wird. Und alleine musst du morgen wiederkommen. Ich bin mir sicher, dass die Rechenleistung morgen ausreichen wird. Ja, das war mir klar. Das war mir klar. Und ich muss jetzt einen Schluck trinken. Na, irgendwie alles wahr ist. Ach, Mensch. Die Nase ist auch schon wieder trocken. Noise. Ah, ja. So. Da könnten wir eigentlich auch hin, ne? Gucken wir mal. Huch. Ach stimmt, wir sollten ja ins Gästebuch gucken. Oh. Oberflächlich betrachtet scheint es bei den Sicherheitsmaßnahmen des Zuges Verbesserungspotenzial zu geben. Intergalaktische Reisen bergen unvorhersehbare Risiken. Und ein umfassendes Sicherheitssystem wird die Wahrscheinlichkeit von Unfällen erheblich reduzieren. Falls nötig, kann ich wichtige Sicherheitsausrüstung für den Zug bereitstellen. Ah. Oh. Süß. Ist er da hinten? Juhu. This place could do with some iris scanners. Wouldn't want unregistered visitors sneaking aboard. I remember the lady asked to commission some security equipment a while back. Maybe she still has some spares. Ah ja. Sicherheitsausrüstung? That's right. Since the Legion's invasion, Lady Asta's been procuring defense products customized to the station's needs. I think she's already got platinum membership cards with some of the suppliers. When the unthinkable happens, it usually comes down to the combat effectiveness of the defenders to gain the upper hand. But it's always helpful to have the right equipment by your side. Mm-hmm. In addition to visitor recognition systems, I've made a few notes on third-party signal monitoring and emergency response devices. Oh, yeah. Of course, it'd be great if you never had to use any of it. But I hope my analysis is of help to the conductor. Bestimmt. Those guys aren't serious when they refer to me like that, you know? Anyway, Entschuldigung, ich hab's nicht gelesen, ich hab's zu schnell gedrückt. Anyway, thanks for inviting me to see the train. I've seen the express when it was docked at the platform, but this is my first time on board. Aww. I'm not as knowledgeable as Lady Asta. The only way I can contribute is to help the station improve its defenses, don't you think? Hm. Danke, aber du hast doch jetzt eigentlich Feierabend. Huh? Ja, das kann ich auch nicht. Ich kann mich auch nicht entspannen. Sei denn, ich bin halt komplett fertig und am Ende. I've been so focused on the station's defenses recently. It's easy to forget that work-life balance is the best way to stay on top. Ich habe eine Work-Work-Balance. Wenn ich nicht gerade auf der Arbeit arbeite, mache ich hier das hier. Okay, das macht Spaß, aber es ist halt trotzdem, ja, schlaucht. Ne? Thanks for your advice. It's nice to have a break every now and then. Ja. Wenn ich Zeit dafür hätte, eine Pause zu machen. Aber ich habe ja nächste Woche Zeit, eine Pause zu machen. Beziehungsweise Ende der Woche bis nächste Woche. Weil da bin ich im Urlaub. Deswegen muss ich jetzt auch mehr machen. Damit ich dann ganz in Ruhe entspannt die Zeit genießen kann und trotzdem Videos kommen. Obwohl, jetzt ist ja schon nächste Woche.
Also, wenn während das Video rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon im Urlaub oder wieder zurück, je nachdem. Ach, das schon wieder. Nee, guck mal hier. Ja, es kann schon sein, dass ich dann schon wieder zurück bin, während das Video rauskommt. Oder gerade unterwegs. Aber ich nehme das hier definitiv vor dem Urlaub auf. Kann ich hier auch hinreisen? Nein. Aber hierhin. Da kommen wir hin. It's still early. Where to now? Ja. So, das war der falsche Weg. Da lang. Hier steht sie doch. Das ist eine von den anderen, ne? Stehen hier alle ja überall rum.